jetzt hier. Rot und Gold. Alessandro Zaccone mit gutem Start von der Pole Position. Dann weiter hinten im Feld. Acht auf die drei. Gutierrez geht weit, vermeidet das Kiesbett. Oh. Aber die Führung jetzt geht es den Sturz im Hintergrund. Vorne Ede Canaro ist es gewesen. Und da ist noch ein zweites und sogar ein drittes Motorrad involviert. Also Trubel Tommy ab den ersten Bit. Das fällt jetzt natürlich auch schon mal wieder noch nicht so auseinandergerissen und leider auch, ja, Tullo musste dann zumindest abbremsen. Ja, aber natürlich durch den schlechten Startplatz, durch die 9. Position, da genau in dem Bereich, wo vom Gas gegangen werden musste. Aber er liegt gut im Moment, hat sich rausgehalten. 6. Position für Lukas Tullovic, aber die rote Flagge ist draußen. Und das Rennen wird unterbrochen, weil da natürlich erstmal geborgen und aufgeräumt werden muss. Im Tag verlaufende Situation. Granado ist gestürzt und alles andere dahinter war dann eine Folgeerscheinung. Ja, ja, das war eine Folgeerscheinung. Wobei sehr ungewöhnlich für mich eigentlich der Sturz auch an dieser Stelle. Wir werden es mit Sicherheit gleich nochmal in der zweiten Runde sehen. Aber das heißt natürlich jetzt erstmal zurück. So, da kommen wir. So. Und jetzt geht es hier. Als wäre der aufgefahren, sieht das so aus. Und irgendwie. Granado-Motorrad getroffen, oder? Hier nochmal. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Gutierrez durch den weiten Bogen in Kurve 1. Vor das Motorrad von Granado gezogen und Pontone war eine völlig andere Situation, ein paar Plätze weiter hinter. Ja. Was hier nochmal erkennen und mit auf die Großbildleinwänden ganz links. Ja, da kommt ein Bild geflogen. Das ist, weil dann plötzlich alles langsamer wird. Und weißt du, wie man zum Aufhauen von der Autobahn, ne? Werden die Bremswege immer kürzer. Auf den Daumen hoch von den Offiziellen an der Strecke. Bei den Fahrern, das ist ja nun leider auch nicht das erste Mal in der Motorie, natürlich jetzt die Aufgabe in der Boxengasse, das nicht allzu sehr an sich ranrücken zu lassen. Und dahin, da ist dann natürlich auch die Frage, wie es aussieht im Hinblick auf Rennen 2, das ja da auch in gar nicht mehr so langer Zeit, das sind ja gerade mal 4 Stunden, 16 Uhr aufwärts, dann das zweite Motorie-Rennen erledigt. Und das sind natürlich viele Fahrer auch anderweitig beschäftigt, entweder neben der Strecke, wie zum Beispiel Lukas Tullovic als Riding Coach im KTM ADAC New York Cup und bei den Fernsehübertragungen von Sky. Und wenn wir dann an Fahrer wie zum Beispiel Kevin Manfredi denken, die natürlich noch in der Langstrecken-WM aktiv sind, auch das ist ja nochmal eine große Hürde. Und dann zwischen diesen ganz, ganz unterschiedlich zu fahren, Motoren und ein weiterer großer Herausforderung. Definitiv, ja, wie gesagt, für die Fliegerjobs jetzt dann auch sehr, sehr knapp. Auch wenn die Zahl der Wände recht hoch ist, dadurch, dass mal 2 Runden gefahren werden, die auch so viel geschuldet, denn wir haben ja noch ein knackiges Programm heute Nachmittag mit dem Höhepunkt natürlich mit dem Motorsport-Sprintrennen.